Hallo und herzlich willkommen zurück zu Railroad Pioneer. Wir starten jetzt die zweite Mission Pennsylvania. Wir sollen Pittsburgh anschließen und mit ausreichend Brettern versorgen. Gut gemacht. So wie ich das sehe, sind Sie der geborene Eisenbahnpionier. Ja, ist doch klar. Doch ab jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Wir befinden uns im Jahre 1834 im schönen Pennsylvania im Osten der USA. Hier in der Wiege der Vereinigten Staaten erwarten uns malerisches grünes Land und erhabene Berge, aber auch ein Haufen Probleme. Scheiße. Nach dem Unabhängigkeitskrieg herrscht hier in Pennsylvania absoluter Rohstoffmangel. Es fehlt an Baumaterial, ebenso wie an Nahrung und Kleidung. Zudem zieht es aufgrund der brodelnden Unruhen in Europa sehr viele Einwanderer in die Vereinigten Staaten. Wir haben es in der Hand, den Menschen beim Wiederaufbau und der Existenzgründung zu helfen. Sorgen wir dafür, dass die Güter regelmäßig verteilt werden und dort ankommen, wo sie dringend benötigt werden. Laut meinen Informationen haben wir noch keinerlei Konkurrenz zu fürchten. Aber es wird wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis wir Gesellschaft bekommen. Also bauen wir jetzt die Eisenbahnrouten in Pennsylvania. Ich weiß nicht, inwiefern man die Musik hört, aber ich finde die mega geil. Helfen Sie Pittsburgh in der Notlage. Schließen Sie so schnell wie möglich Pittsburgh im Westen an. Aufgrund extremer Waldbrände in der Region herrscht akuter Mangel an Baumaterial für die Siedler. Liefern Sie 3 Waggons Bretter, um die schlimmste Not zu lindern. Okay, wo ist Pittsburgh? Da ist Harper's Ferry. Harrisburg. Pittsburgh. Okay. Wir brauchen einen Pionier, einen Prospektor und auf jeden Fall schon mal einen Trapper. Da ist schon mal direkt ein Fragezeichen. Der Trupp Büffel hat einen verloren gegangenen Postsack gefunden und erhält dafür einen fürstlichen Finderlohn von $3000. So, und jetzt muss ich ganz kurz Option Sound. Danke. Es ist mir zu laut. Der Trupp Büffel ist das Jagdrevier eines gefährlichen Bären eingedrungen. Ja, wir möchten den Bären gerne erlegen. Quartiere. Hier gibt es noch ein Gebäude. Wisst ihr? Mal ein bisschen weiter. Wald, Quartier. Da hinten ist noch was. Da. Na ja, gut. Der Bahnhof ist noch nicht fertig. Der ist noch rot. Jetzt ist der Bahnhof fertig. Jetzt nehmen wir einen Lok, Passagiere und transportieren sie zum Holzfäller und das Holz zurück nach Philadelphia. Tschut, tschut. Der Trupp Büffel hat Harper's Ferry entdeckt. Ich mach das mir noch ein bisschen lauter. Ich finde die Musik so geil. Ich glaube, man merkt, dass ich gerade grinse, oder? Wir müssen erst ein bisschen Geld verdienen. Ich habe das Gefühl, es wird sehr teuer, die Eisenbahnstrecke nach Harper's Ferry zu bauen.
und dann auch die Lokomotiven. Und wir können hier in Philadelphia keine Lokomotiven bauen. Wir können die nur hier bauen. Hier ist ein Werksviertel. Aber wir haben ein Ingenieursviertel hier. Und hier kann man zum Beispiel diese Lokomotiven erforschen. American. Oder haben wir die schon? Weiß ich nicht. Und das ist auch die zweite Lokomotive, die man im ganzen Spiel freischaltet. Also die zweite in der Reihenfolge. Und bis zum Schluss benutze ich immer diese Lokomotive. Weil die American für alle Aufgaben die perfekte Lok ist. So, und du fährst bitte schneller. Wir haben jetzt $15.000, das bringt ordentlich Geld. Jetzt haben wir kaum noch Geld, weil ich alles ausgegeben habe. Oh, da ist ein. Oh. Da ist ein Bär, da müssen wir weg. Jetzt haben wir Minus, weil ich diese Bahnstrecke hier baue. Aber das kommt gleich wieder rein. Außerdem liegt hier Geld oder sowas. Irgendein Fragezeichen. Mal gucken, was da ist. Ich hoffe mal, es ist Geld. Yep. Mal wieder ein Postsack, der da rumlag. $5.000. Ich könnte jetzt natürlich erzählen, oh, es gibt später dies und diese Ressourcen und so, aber ich denke mal, ich werde das nicht machen. Erstens wäre das Spoiler und zweitens denke ich mir, es wäre ganz cool, wenn die Entwicklung von unserem ganzen Kram hier, wenn ihr das auch ein bisschen mitbekommt und nicht, wenn ich alles hier selber erzähle. Weil die Quartiere, hier ist noch was. Holzfällerei, hier gibt es noch mal Bretter. Jetzt frage ich mich nur, wäre es klug? Wir transportieren alle Bretter hier. Hier wird dann die Möbelfabrik entstehen. Die Bretterfabrik. Das Holz transportieren wir hier. Hier gibt es ein Sägewerk. Dann transportieren wir das Holz nach Harper's Ferry. Hier ist ein Bauslot. Hier bauen wir dann eine Möbelfabrik. Ne, Bretter. Wir sollen ja Bretter transportieren, ne? Keine Möbel. Schließen Sie mindestens 3 Holzfällereien an. Der Holzmangel hat sich auch in Harper's Ferry erreicht. Die Bürger bitten um zusätzliche Holzressourcen. Finden Sie 3 Holzfällereien und schließen Sie sie unter das Gleisnetz an. Im großen Geografenmittel wird es Informationen darüber geben. Also die wollen jetzt auch... Oh, da ist schon wieder ein Bär oder sowas. Die wollen auch Holz. Leute, wenn ich euch allen... Dann hätte ich das Holz ja gleich nach hierhin transportieren können, nach Harper's Ferry. Warum haben die Boys alle kein Holz? Revolverheld. Aber wir brauchen einen... von denen hier, ein Trapper, zwei Stück. Trupp Biber, ihr geht mal hier hin und vereint euch mit dem Trupp. Und hier können wir Americans produzieren, die kostet $5.000, die Lok. Ich kaufe die trotzdem schon mal, auch wenn wir jetzt Minus haben. Da kommt ja jetzt die Holzladung und gucken, wie viel Geld das bringt. So, Büffel. Und du gehst jetzt mal hier hoch und entschärfst mal hier diesen Bären da und erlegst den. Ich glaube, wir transportieren trotzdem das ganze Holz nach Philadelphia. Und nicht nach Harper's Ferry. Denn es gibt noch eine Schaffarm irgendwo und dann können wir hier eine Kleidungsfabrik bauen. Ist er? Da ist Harrisburg. Dann können wir später eine 2 Americans bauen und die verbinden die Städte und transportieren Passagiere hin und her. Das ist doch mal ein Plan. Yep. Ich hätte gerne einen Passagierwaggon. Holzfällerei 4. Die
Die ist aber ganz schön weit weg. Ja. Hier unten ist ja auch noch eine Holzfällerei. Aber es muss noch irgendwo eine geben. Weil das hier ist 1 und das hier ist 4. Das heißt, es gibt auf jeden Fall noch 2 und 3. Hier bauen wir auf Kredit. Wie schnell ist so eine American eigentlich? 20 Meilen die Stunde. So. Guck mal, das sind Gleisarbeiter. Das ist ein Sonderauftrag, Spezialauftrag. Die sollen nach Philadelphia und dafür gibt es eine Prämie von $6.000. Wir fahren jetzt schon mal los, auch wenn der andere Waggon noch nicht fertig ist. Aber die Gleisarbeiter wollen nach Philadelphia, also transportieren wir sie schon mal dahin. Und man sieht, die hier ist viel schneller als die hier. Wir müssen alle Six-Wheeler-Lokomotiven austauschen durch Americans. Aber wir können die ja verkaufen, die Lokomotive, die brauchen wir nicht. Ich sehe gerade unten auf der Minimap, das ist voll gecheatet, seht ihr das? Ich kann mir die ganze Minimap unten angucken. Die sagt mir, hier unten ist noch was. Wald. Ja, da unten ist noch irgendwas. Gut, gehen wir erstmal hier hin. Sie haben den Spezialauftrag erfüllt und $7.700 dafür bekommen. Ja, nice. Daran können wir uns erstmal eine neue American kaufen. Schon mal diesen schwarzen Fleck hier, der nervt. Oh, die Lok muss gewartet werden. Die ist schon gelb. Siehst du? Da kam die Meldung. Wir haben einen Profit von $50.000 erwirtschaftet und deswegen können wir die Six-Wheeler verbessern. Es kostet $5.000. Gut, die Lok wurde gewartet. Dankeschön. So. Du musst voll beladen, Passagiere und so. So. Ein Inspektor. Jetzt seht ihr, hier unten ist das lila geworden. Jetzt wird automatisch die Lokomotive gewartet. Nicht die Waggons, aber die Lokomotive. Tut, tut. Ich hätte gerne, dass diese Lokomotive Vorrang hat vor anderen. Könnte ich das noch mal einstellen? Ich weiß es nicht mehr. Freunde, ich weiß es nicht mehr. Naja, gehen wir erstmal hier runter. Wir brauchen auf jeden Fall eine weitere Schiene, die hier hinführt. Oh, das ist aber teuer.
Oh, das ist teuer, weil ich hätte den Bahnhof hier scheiße gebaut. Aber die macht jetzt auch 20 Meilen die Lok, das heißt, wir brauchen die nicht mehr zu ersetzen. Wir können stattdessen die American nehmen und dann Passagiere und Holz hier fahren lassen. Auch nach Philadelphia. Okay. Das läuft doch. Und dann müssen wir das Holz auch nach Philadelphia transportieren. Wir könnten uns für 3000 Dollar den Ort, den Standort der Schaffarm kaufen, aber hier sind Quartiere. Und hier ist noch eine Holzfällerei. Ja, mach mal den Bären da weg. Hier sind 2 und 3 die Holzfällereien wahrscheinlich. Wo ist die Schaffarm? Da ist die Schaffarm. Da oben. Die könnten wir auch nach Harrisburg fahren, die Schafe, theoretisch. Schauen wir mal. So, machen wir mal noch einen Frachtwaggon Typ 1. Holz, Wolle, Getreide kann man damit transportieren. Und mit Frachtwaggon 2 Bretter, Kleidung, Brot, Eisen. Da ist die Holzfällerhütte. In Philadelphia wurde ein Sägewerk gebaut. Die produzieren jetzt aus Holz Bretter. Und je mehr... Warte mal, was habe ich hier im Waggon stehen? Im Frachtwaggon. Je mehr wir dahin transportieren, desto mehr produzieren die auch. Ich bin mir halt unsicher, ob wir nicht auch 2 Sägewerke in Harpers Ferry anschließen sollten, um hier auch Bretter zu produzieren, oder ob es sinnvoller ist, alles nach Philadelphia zu karren. Ich weiß halt nicht, was in Harrisburg los ist, und deswegen gehe ich jetzt zurück, rüste den Trupp voll aus, gehe mir die andere Schaffarm angucken, mach die Bären weg und dann gehen wir nach Harrisburg und gucken, was es hier alles gibt für Produktionsgebäude. Weil wir sollen ja hier nach Pittsburgh die Bretter liefern. So. Fahren wir nach Philadelphia. Das macht zwar kein Profit, aber fahr da mal hin. Ja, ich hätte jetzt Passagiere mitnehmen können, aber dann wäre der andere Zug leer. Wir brauchen auf jeden Fall einen Prospektor, 2 Stück und noch einen Trapper. So, Trupp Wolf. Und der geht jetzt hier jetzt erstmal zu der Holzfällerei. Nein, der geht erstmal dieses Fragezeichen erkunden. Da ist bestimmt Geld. Und hier bauen wir ein Signal. Weil ich will nicht, dass die Züge so lange warten müssen, weil dann kann der nicht fahren und dann staut sich das. Wir haben einen Reisenden ein Stück mitgenommen und er hat sich bedankt. Das Handelsfeldsägewerk bedankt sich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit und stellt Ihnen Ausgangslager einen zusätzlichen Waggon Waren zum Abholen bereit. Ja, nice. Na, hier ist nichts. So. Damit fahren wir zu Holzfäller 4 und Holzfäller 4 transportiert Holz nach Philadelphia. Go, go. Das Signal ist noch nicht fertig, oder? Bauen die das überhaupt? Ich meine schon. Ich hoffe doch.
So, hier holen wir auch Holz. Hier holen wir Passagiere. Das müsste eigentlich ordentlich Geld geben. Ja. Und jetzt haben wir ein Upgrade bekommen. Und ich hätte gerne, dass hier Produktionszeit von Leuten erhöht wird. Das macht zwar eigentlich keinen Sinn. Die Stadt ist halt klein. Die hat halt nur ein Wohnviertel. Philadelphia hat 4 Wohnviertel. Die ist halt extrem groß. Ah, gehen wir dahin. Reicht mit Forschen. Hier ist eh nichts. Doch, jetzt ist hier das Signal gebaut. Tatsache, die haben es gebaut. Jetzt läuft der Verkehr hier auch flüssiger. Sehr gut. Wir machen ordentlich Cash. 10.000 haben wir wieder auf der Rundkante. Oh, wir müssen die Lok warten, die ist schon gelb. Evaluier das Feld. Jetzt haben wir die Holzfällertüte 2 auch. Die gehört uns jetzt auch. Die produziert jetzt Holz. Und hier können wir nochmal forschen. Was können wir denn hier forschen? Loks können wir hier nicht forschen. Wir können Passagier 2 forschen. Ein besserer Passagierwaggon. Der Passagierwaggon 2 bringt Ihnen mehr Profit. Ja, warum nicht? $1.500 geschenkt bekommen. Auf jeden Fall mehr Lokomotiven und wir müssen diese Harrisburg-Stadt hier mal erkunden. Tada! Noch eine Holzfällerhütte. Ja. Ja, ich könnte jetzt anschließen. Will ich aber noch nicht machen. Ich will erst wissen, was in Harrisburg steht. Ob die Lokomotiven können wir schon mal bauen. Das Geld haben wir ja. ...1500 PS wäre doch nicht schlecht. Mehr Leistung für die Lok. Warum nicht? Holzfällerhütte 1 und 2, ja, wir wissen, wo die ist. Da brauchen wir uns keine Hinweise kaufen. Und Schafarm haben wir auch schon da oben entdeckt. Mal diesen neuen Passagierwaggon. Oh, da brauchen wir einen Revolverhelden. Da sehe ich schon so ein Symbol. Oh, die sind auch in Ordnung, die Waggons. So, Trupp Wolf. Weg nach Harrisburg. Juhu, wir haben Harrisburg entdeckt. Und was gibt's hier? Hier gibt's eine Schneiderei und ein Sägewerk. Sägewerk heißt, die brauchen Holz. Und Schneiderei heißt, die brauchen Bretter. Waggon sollte demnächst gewartet werden. Okay, machen wir. Wir brauchen einen Revolverhelden. Und noch einen Prospektor später. Das heißt, wir bauen die Eisenbahnlinie hier lang, den Bahnhof hier und schließen die weiten Holzfällerhütten hier an, in Harrisburg. Und was mit Harper's Ferry passiert, ist mir eigentlich relativ wurstegal. Wir können die American verbessern. So, Passagierwaggons bauen.
Anaconda. Ingenieur anstellen. Seht ihr, jetzt sind die Lokomotiven, werden jetzt alle automatisch gewartet. Das ist natürlich ungünstig, weil jetzt sehe ich nicht, ob die Waggons beschädigt sind. Oh, ich bin so dumm. Ich habe zweimal den... Oh, ich bin so dumm. Na gut, jetzt haben wir zwei Trupps. Prospektor wollte ich zwei kaufen. Schakal. Dann gehen wir hier hin und nehmen wir das Fragezeichen. Also, es ist oft so, dass die dir so ein Fragezeichen spawnen, dann kannst du dir das holen und dann kriegst du ein bisschen Geld wieder, ja, wenn du so einen Trupp baust. Eine zerstörte Kutsche mit 2500 Dollar. So, und hier brauchen wir jetzt einen Revolverhelden. Also keine Band, sondern einen mit einer Knarre. Eine Horde räuberischer Gesetzloser. Baller die mal weg. So. Perfekt. Und du, Trupp Wolf, gehst hier hoch und suchst mal diese Schaffarm, die hier ist. Die ist da. Such die mal. So, mehr Produktionszeit. Ich weiß, die Waggons sind fast voll, aber es ist mir wichtiger, dass die Produktionszeit erhöht wird, weil wenn regelmäßig Züge fahren, dass sie halt nicht leer durch die Gegend tuckern. Machen wir diesen Fleck da weg. Können wir die Bahnstrecke hier rüber bauen und bauen den Bahnhof hier hin. Dann können wir die Gleise einmal hier runterführen, einmal hier hoch. So, so bauen wir die Bahnstrecke. Ich kann die von hier unten, kann die dann abzweigen. Zu den Holzfällereien. Hier runter und dann hier hin. Zwei Stück. Oh ne, da brauchen wir noch Revolverhelden. Oh, 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 raus da. Geh da mal nicht rein. Die Waggons können wir schon mal warten. Die sind nur noch bei 70%. Treffen wir uns an dem Fragezeichen. Die eine Lok hier, die hier, Veteranenstufe. Schaffarm 3. Es gibt also noch mehr Schaffarm. Okay, und wo sollen die sein? Die hinten? Da, da war eine. Zwei Waggons Textilien. Durch die vielen ankommenden Einwanderer herrscht in Philadelphia überall Knappheit. Selbst an einfachen Textilien mangelt es und mit zwei Waggons davon würde die Lage deutlich entschärft werden. Also wir transportieren dann Schafwolle hierher in Harrisburg und transportieren dann die Sachen dahin. Ah, guck mal hier, warte mal. Produktionszeit erhöhen. Oder verringern in dem Fall. Okay, okay, das ist eine Bonusmission. Ja, weg damit. So, dann bauen wir mal hier noch diese ewig lange Bahnstrecke schon mal. Denn hier gibt es ja auch ein Sägewerk. So, der Waggon wird noch gebaut, 70%.
Harrisburg und von Harrisburg mit ganz vielen Passagieren zurück hierher. Dauerhaft. Und wir erhöhen die Produktionszeit von Passagieren. Und bauen eine weitere American? Nein, können wir nicht, weil wir mit 7000 Dollar verschuldet sind. Das dürfte sich aber gleich ändern. 5000 Dollar Schulden. Kostet 20 Handelspunkte. Also ist nicht HP, ja, wir können nicht sterben, sondern das ist Handelspunkte. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben alle drei Holzfällereien gefunden und angeschlossen. Dank Ihrer Hilfe kann Harpers Ferry zur Holzmetropole in Pennsylvania aufsteigen. Sie erhalten 5000 Dollar. Wir sollen also Harpers Ferry ans Holz anschließen und nicht Harrisburg. Das macht aber alles keinen Sinn, weil hier steht doch ein Sägewerk. Dann fahren wir halt das Holz von hier nach da und das Holz von hier nach da. Ist zwar nicht so ganz effizient, aber dann heulen die wenigstens nicht rum, dass wir kein Holz haben. Mimimimimi. Ich würde gerne die Lok auswählen. Die haben kaum Passagiere dabei. Hier wohnen halt kaum Leute. Die Waggons sehen noch alle gut aus. Vor allem, der hat vorhin gesagt, sie haben alle drei Holzfällereien gefunden. Es sind aber vier, boy. Ich kaufe den Einser, weil der ist billiger. Das sind die Zweier. Das hier ist ein Einser. Für das Holz soll wohl ein Einser reichen. Wir haben einen Profit von 10.000 Dollar erwirtschaftet und haben deswegen einen Forschungspunkt bekommen für die Lok American. Von 100.000 Dollar. Es müssten 100.000 gewesen sein. 10.000 macht keinen Sinn. So. Holzfällerhütte 3. Holzfällerhütte 3, Holz nach Ferry. Geht nicht. Warum? So. Dieses Blau, die werden jetzt komplett automatisiert. Hier ist 2 und 3. Warum kann ich nicht zu 2 fahren? Passagiere nach Holzfällerhütte 2 und Holz nach Ferry. Jetzt geht's. Wir brauchen hier einen Revolverhelden. Und ja. Mit dem können wir mal hier hochgehen und erforschen. Und du gehst die Lager da oben entschärfen. Und du baust mir gleich Gleise. Dahin. Das kostet aber so viel Geld. Oh, guck mal, wo die hinlaufen. Ich muss erst raus und wieder rein. Geld möchte ich nicht verzichten. Warte mal, hier unten ist auch was. Geh da mal hin. Vielleicht schaffen wir das noch. Dann bauen wir noch eine Lok. Ich bin schon seit 35 Minuten.
Der fortlaufend gute Absatz am Handelsmarkt-Sägewerk ermöglicht dem Betreiber den Ausbau seiner Anlagen. Das Feld darf mit einem Upgrade versät werden. Da wir überhaupt noch nichts hier hingeliefert haben, wundert mich, dass er sich so freut. Jetzt können wir auch die Six-Wheeler automatisieren. Sehr gut, das freut mich. Und hier, Inspekteur. So, hier bauen wir noch ein Signal, damit der Zug nicht so lange warten muss. Und die Lok wird schneller. Dann brauchen wir noch einen Passagierwaggon. So, da brauchen wir noch Wollwelden. Hier ist die nächste Schaffer. Wo ist denn der andere Trupp? Hier unten, der hat das nicht mehr geschafft. Gehen wir auch da hoch. Du gehst zurück, holst den Prospektor und du nimmst den Prospektor, den du hast. Mehr Produktionszeit. Und gehst die andere evaluieren. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch Holz 3 Hütte anschließen hier. Passagiere, Holz 3 und Holz 3 fahren wir nach Harrisburg. Nur einmalig, denn wir müssen ja die Route dann einstellen, dass er dauerhaft hier hin und her fährt. Und dann können wir schon mal die Schienen bauen. Zur Schaffer. Und hier können wir auch Lokomotiven bauen. Sehr gut, das gefällt mir. Aber ich beende den Part an der Stelle mal, vorsichtshalber. Wir machen einfach beim nächsten Mal weiter, weil ich weiß nicht, wie lange ich noch brauche, um die Mission abzuschließen. Vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like da oder schreibt einen Kommentar oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.